Ich versuche mein Bestes zu geben. Niemand sonst, Junge. Wenn Sie meinen, ich würde lügen, fragen Sie doch die Wachfrau am Haupteingang. Nick, wenn das stimmt. Jeder würde denken, dass Powers der Täter war bei solchen Beweisen. Danke für die Aufmunterung. Die Wachfrau, ja, dazu habe ich auch noch ein paar Fragen. Zu der Wachfrau. Ach, die süße alte Dame. Die ist wirklich charmant. Hä? Sprechen wir von derselben Person? Als ich ihr meine Dienstmarke gezeigt habe, gab sie mir einen Donut und einen Kaffee. Denk an das, was Powers gesagt hat. Sie hat eine Schwäche für Autorität. Sie hat mir sogar ein wichtiges Beweisstück gegeben. Was? Ein wichtiges Beweisstück? Darf ich das mal sehen? Was für ein Beweis? Nun, dieses Foto. Das Foto des Steel-Samurai auf dem Weg zum Schauplatz des Verbrechens. Was? Wer hat das gemacht? Sehen Sie die Kamera dort auf dem Tor, meine Liebe? Das Tor? Sie meinen das mit dem Willkommensschild? Ja, immer wenn jemand vorbeigeht, macht die Kamera automatisch ein Foto. Oh nein! Nick hat einen Beweis. Wir sind erledigt. Komisch, für jemanden mit einem sicheren Beweis sieht er nicht allzu glücklich aus. Was ist denn los, mein Lieber? Sie sehen so fertig aus. Schauen Sie nicht so fröhlich, wenn Sie das sagen. Wir würden den Mitarbeitern gerne ein paar Fragen stellen. Klare Sache, meine Liebe. Gehen Sie hin, wohin Sie möchten. Sie werden natürlich keine Hinweise finden, die ich nicht schon entdeckt habe. Haha. Ich bin froh, dass wenigstens einer hier seinen Spaß zu haben scheint. Nick, lass uns gehen. Wir dürfen uns frei auf dem Gelände bewegen. Das ist die Chance, sich mal umzusehen. Ja, das ist die Chance, sich mal umzusehen. Dann sehen wir uns mal um. Eine Kamera am Willkommensschild. Interessant. Hier gibt es eine Kamera. Die Überwachungskamera. Sie macht Fotos von den Leuten, die zum Studio gehen. Man muss sich nur die Daten ansehen und man erfährt, wer wohin gegangen ist. Da ist ein Nummernschild an der Kamera. ST1307. Das muss die Kennziffer der Kamera sein. Vielleicht sollten wir uns das mal merken. Eine Bank. Ich bin etwas groggy. Vielleicht ruhe ich mich hier ein bisschen aus. Hey, gute Idee, mein Lieber. Inspektor, ermitteln Sie nicht in dem Fall? Nun, ja, aber... Hey, wir Ermittler werden auch mal müde vom Rumstehen, meine Liebe. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was, ist hier passiert? Das Studio-Maskottchen. Ich denke, es ist wohl irgendein Affe. Aber welche Affenart hat eine derartige Nase? Er hält ein Schild in seiner Hand. Rechts zu Studio 1, links zu Studio 2. Was ist mit dem Ding los? Es sieht irgendwie kaputt aus. Irgendwie? Der Kopf ist ab. Oh, der Wind war gestern ziemlich heftig und der Kopf ist abgebrochen. Dabei hat er auch den Baum dort umgeworfen. Interessant. Der Baum ist umgefallen. Inspektor Gumshoe, was befindet sich da links auf dem Weg? Sieht so aus, als wäre ein Baum quer über den Weg gefallen. Ach ja, dieser Weg ist nicht ungefährlich. Bleiben Sie da besser weg, mein Lieber. Ah, die Gumshoe-Stimme geht mir wieder ziemlich auf die Stimme. Ich trinke kurz einen Schluck. Besser. Da hinten gibt es sowieso nichts zu sehen. Dort war früher mal Studio 2, hat man mir gesagt. Heute wird es allerdings nicht mehr benutzt. Nicht mehr benutzt, so. Und da hinten ist Studio 1. Der Eingang zu Studio 1. Das ist das Studio, in dem Jack Hammers Leiche gefunden wurde. Gehen wir rein und sehen uns mal richtig um, Nick. Hey, sie ist abgeschlossen. Sieht so aus, als bräuchte man einen Kartenschlüssel, um reinzukommen. Es ist verständlich, dass sie keinen außer die Angestellten reinlassen wollen. Tja, wir brauchen also einen Kartenschlüssel, hä? Dürfen aber theoretisch überall rein. Vielleicht sollten wir mal die nette Dame am Haupteingang fragen. Nick, sieh mal! Die Wachfrau ist in der Wachstation und stopft Donuts in sich rein. Ich glaube, alle Bullen mögen Donuts. Ja, und die sind weich genug, sodass man sie nicht kauen muss. Hey, sie.
nun, haben Sie sich schon überzeugt, dass Powers schuldig ist? Oh. Sie musste mir das Leben schwer machen, indem sie das Foto Inspektor Gumshoe gab. Oh, wir haben sehr viele neue Gesprächsoptionen. Fotobeweis. Warum haben Sie uns nichts von dem Überwachungsfoto gesagt, meine Dame? Ach, das. Ich fand's einfach spannend, da gleich mit dem Inspektor persönlich zu reden. Diese Dinge sind wichtig, verstehen Sie? Ach, gleich links von hier ist das Tor mit der Kamera, die das Foto aufgenommen hat. Es ist mein Job, die Fotos jeden Tag zu überprüfen, verstehen Sie? So, so. Diese Wachstation befindet sich in zentraler Lage. Egal, wohin man geht, man muss immer an der Wache vorbei. Nun, der arme Hammer ging kurz vor 13 Uhr zum Studio. Der Mord geschah gegen 14.30 Uhr, klar? Der Einzige, der zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr hier vorbeikam, war Powers selbst. Die Überwachungskamera hat ihn auch voll drauf. Falls er es nicht war, weiß ich nicht, wer sonst. Vielleicht machen Sie es. Der war nicht schlecht, Kleiner. Sie glaubt, ich hätte gescherzt. Herr Hammer. War das Opfer Herr Hammer ein beliebter Schauspieler? Oh, er war der größte Star hier im Studio. War? Vergangenheit? Oh ja, er war großartig als der bärtige Samurai. Unter anderem ja. Er strahlte am hellsten, damals. Ein Star wie ihn den bösen Richter spielen zu lassen. Eine Schande, sag ich Ihnen. Hammer nahm sich das sehr zu Herzen, aber wer sollte ihm das verdenken? Mehr zur automatischen Kamera. Zu der Überwachungskamera. Ach ja, die Kamera. Sie ist automatisch. Sie merkt, wenn jemand durch das Tor geht, verstehen Sie? Dann macht sie ein Foto. Offenbar vermerkt sie auch die Zeit, wenn sie ein Foto macht. Aber ich befasse mich nicht mit solchen Details. Ich schaue mir nur alle Fotos am Computer in der Wachstation an. Ich überprüfe sie jeden Tag, bevor ich nach Hause gehe, und zwar immer. So, so. Okay. Können wir der Dame denn was präsentieren? Autopsiebericht. Todeszeitpunkt 15.10. 14.30 Uhr. Todesursache Speer durchstach Brust. Übersichtsplan von Lobo Studios. Okay, hier ist der Haupteingang. Da ist das Tor, wo die Überwachungskamera ist. Hier ist Studio 1, hier ist Studio 2. Jetzt mal in aller Theorie. Okay, hier ist der Haupteingang. Das heißt, hier müsste irgendwo die Wachstation sein oder irgendwie sowas. Hier ist der Personalbereich. Jeder, der hier Richtung Studio geht, muss an dieser Wachstation vorbei oder an der Kamera. Aber auch jeder, der zu Studio 2 geht, muss hier vorbei. Das heißt, jemand, der hier durchgeht, muss nicht in erster Linie zu Studio 1 gehen wollen. Es könnte auch zu Studio 2 sein. Das merken wir uns mal. Also, sie mag Autoritäten. Niemand würde glauben, dass ich Anwalt bin, wenn ich das hier nicht dabei hätte. Eine Anwaltsmarke. Kann ja nicht schaden, die mal zu zeigen. Was ist das? Sie geben mir das? Gewiss nicht. Okay, vielleicht zeigen wir ihr sie doch nicht. Oh, wir dürfen doch in den Personalbereich. Dann gehen wir direkt mal hin. 16. Oktober, Global Studios, Personalbereich. Nick, hier wird all das Zeug hinter den Kulissen gemacht. Hey, sieh mal, das ist die Umkleide von Powers. So kurz nach dem Mord wird wohl noch niemand hier sein. Sehen wir uns mal um. Okay. Hier ist ein Wäscheständer. Nichts zu sagen zum Wäscheständer. Okay, ein Schild. Da ist ein Schild an der Tür der Umkleide. Herr Will Powers. Es muss toll sein, ein Star mit eigener Umkleide zu sein. Ja. Das muss es wirklich. Ein Fenster zur Umkleide. Die Scheibe ist aus Milchglas. Ich kann nicht hineinsehen. Warum ist dann hier ein... Ah, ich dachte irgendwie immer, das wäre überdacht. Aber ich glaube, das ist der Himmel, ne? Ja. Deswegen ist ja ein Fenster okay zum Lüften. Alles klar, es macht alles viel mehr Sinn jetzt. Eine Cola-Dose. Die Reste vom gestrigen Mittagessen liegen noch rum.
Sachen, wo alle zu schockiert, um aufzuräumen. Da ist ein T-Bone auf einem Teller, aber ohne das Steak. Hm, T-Bone Steak? Das hätte mir auch geschmeckt. Du hattest eben erst einen Burger. Ja, aber ich habe so einen extra Magen, nur für Steaks. Was? Es ist bestätigt, Maya ist eine Kuh. Ein Snackautomat. Mal sehen. Cola, Schokoriegel, Chips, Kaugummi. Alles ist so normal. Ich hätte ein paar coole Samurai-Snacks erwartet. Wenigstens Popcorn. Moment, schau, Samurai-Soda. Nick, probier mal. Ladies first. Aha, und das ist wohl Teil der Kulisse? Da ist eine halbfertige Kulisse für eine Bühne. Es sieht aus wie eine Burg. Wahrscheinlich die Burg von Neo Old Tokyo. Ein Fahrrad. Sieht aus wie eins von diesen Fahrrädern mit Elektromotor. Ich weiß nicht. Ich meine, was soll das? Bergauffahren ist damit um einiges leichter. Fährt man nicht Fahrrad, um Bewegung zu haben? Ja, eigentlich schon. Das Metallgitter vor dem Abfluss wurde entfernt. Das ist ein ziemlich großes Abflussrohr. Da passt leicht ein Kind durch, wetten? Ja, wenn du dich so reinmogelst, müsstest du am Tor keinen Eintritt zahlen. Nur wenn du hier raus willst, lass dich nicht aufhalten. Genau. Hä? Hey, ich bin kein Kind mehr. Ja, du bist 17. Du bist eigentlich noch ziemlich ein Kind. Da hinten ist eine Garage. Das muss der Lagerraum sein. Dort wird die Filmausrüstung aufbewahrt. Wow, Nick, du kennst dich ja aus in der Branche. Was sollten sie sonst in einem Filmstudio lagern? Das ist eine gute Frage. Leichen. Berge von Leichen. Auf in die Umkleide. 16. Oktober, Global Studios. Umkleide. Umkleide von Powers. Hier hat er also geschlafen? Zumindest behauptet er, hier geschlafen zu haben. Niemand hat gesehen, dass er tatsächlich hier geschlafen hat, oder? Richtig, und da ist ein Bild von ihm in der Nähe des Tatorts. Ich hoffe, er sagt die Wahrheit. Um seinetwillen. Okay, gucken wir uns mal um. Da hat er also geschlafen. Also die Decke ist ein bisschen verkrumpelt. Es sieht aus, als hätte jemand darin geschlafen. Vielleicht hat Powers gestern wirklich ein Dickerchen hier gemacht. Unter den Kostümen sind auch einige normale Anzüge. Das müssen seine eigenen Sachen sein. Würde Spaß machen, eins der Kostüme zu tragen. Ich würde sagen, du hast schon eins an. Hat er nicht ganz unrecht. Was ist denn auf dem Tisch? Auf dem Tisch liegen einige Knabbersachen. Die sind wohl für das Personal. Tee und Plätzchen. Nick, ich habe Hunger. Du hattest eben erst einen Burger. Ja, aber ich habe einen extra Magen für Süßigkeiten. Wie viele Mägen hat das Mädchen eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Hier stehen massenhaft Kosmetikprodukte rum. Oh, das ist die Perücke, die er in Samurai Boogie Woogie trug. Nick, probier sie an. Nein. Wie kannst du einen Film allein an der Perücke erkennen? Ich mag eben Samurai-Filme irgendwie. Irgendwie? Eine Tasche auf dem Boden. Das muss die Tasche von Powers sein. Hey, nicht öffnen. Schau mal. Eine Personalkartenschlüssel. Das muss der von Powers sein. Da steht Studio 1 drauf. Nimm sie, Nick. Ausleihen. Du meinst ausleihen. Kartenschlüssel zur Gerichtsakte hinzugefügt. Die wird sicher praktisch sein. Okay. Dann gehen wir mal zurück zu Studio 1. Studio Haupteingang. Die ist so anstrengend, die Frau. Studio 1 außen. Und können wir jetzt das untersuchen und da reingehen? Der Eingang zu Studio 1. Das ist das Studio, in dem Jack Hammers Leiche gefunden wurde. Gehen wir rein und sehen uns mal richtig um, Nick. Ich frage mich, ob der Kartenschlüssel aus der Umkleide funktioniert. Es hat sich geöffnet. Klasse, wir sind drin. Es
Sie ist viel zu glücklich für jemanden, der den Schauplatz eines Verbrechens besucht. Okay. Los geht's. 16. Oktober, Studio 1. Das sind ziemlich ungenaue Zeichnungen. Was ist los? Du bist auf einmal so still? Laufen dir da keine Schauer über den Rücken, Nick? Das weiße Klebeband, das ist so... surreal. Nun, der böse Richter ist ja auch hier gestorben. Und der Stil-Samurai hat ihn umgebracht. Die Tatwaffe war der Samurai-Speer. Das klingt für mich ziemlich real. Naja, es ist schon etwas surreal, aber... Gucken wir uns mal die Outlines an. Der Umriss von Jack Hammers Leiche wurde mit Klebeband markiert. Als seine Leiche gefunden wurde, steckte sie noch im Kostüm des bösen Richters. Ich glaube, deshalb sieht die Kopfpartie wie ein Helm aus. Komisch, ich hätte erwartet, dass ein Speerstich schon ein paar Blutflecken hinterlässt. Wahrscheinlich hat das Kostüm das meiste davon aufgesaugt. Ja, aber trotzdem. Interessant, dass es kein Blut gab. Hey, sieh mal. Das ist der Stuhl, auf dem der Regisseur sitzt. Ich wollte schon immer mal auf so einem sitzen. Hey, Nick, schau dir das mal an. Einer von diesen schwarz-weißen Klappen, die den Beginn eines Drehs signalisieren. Und schau mal, ein Megafon. So ein richtiges Megafon. Fertig, Nick. Action. Dieses Mädchen ist noch verrückter, als ich dachte. Bereit für einen kleinen Running Gag? Schau, eine Leiter. Das ist eine Trittleiter. Ach ja? Wo ist der Unterschied? Du musst aufhören, Dinge nach engsternigen kulturellen Maßstäben zu beurteilen, Nick. Richtig. Tut mir leid. Jetzt ist sie völlig abgedreht. Eine Tasche? Aber da ist offenbar nichts. Keine Hinweise, okay? Eine Kulisse. Sieht wie eine Kulisse für eine Bühne aus. Die wird wohl für diese Serie Steel Samurai verwendet. Natürlich, das ist der Berg Neo Fujiyama. Ich dachte, der Steel Samurai spielte Neo in Old Tokyo. Kann man den Fujiyama von dort aus sehen? Nicht in Old Tokyo, Nick. In Neo Old Tokyo. Ach ja, richtig. Wow, sieh mal die Kamera. Die muss einen Batzen kosten. Ja, also fass sie nicht an. Wow, sie ist schwerer, als ich dachte. Hey, sieh da, nichts anfassen. Tut mir leid, meine Partnerin ist irgendwie... Sie wissen schon. Sie wissen schon? Nein, ich weiß nicht. Wer sind Sie? Wer ich? Ich arbeite hier als Assistentin. Ich helfe bei den Requisiten. Ich trage sie rum, bestelle neue und so weiter. Wir sind die Anwälte, die Herrn Will Powers vertreten. Ah, Sie sind auf VPs Seite. WP. WP? Ach, Will Powers. WP, jetzt hab ich's. Ich beneide Sie nicht im geringsten. Aber tun Sie alles, was in Ihrer Macht steht für WP, okay? Er könnte keiner Fliege etwas antun. Er muss unschuldig sein. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. So, so. Penny also. Tag des Verbrechens. Können Sie mir irgendetwas zum Tag des Mordes sagen? Ja, ich war den ganzen Tag im Studio. Ich war die einzige Assistentin, die an diesem Tag im Einsatz war, verstehen Sie? Nur eine Assistentin? Naja, den Studios geht es derzeit nicht so gut. Und gestern waren nur Proben für unsere Actionsequenzen. Verstehe. Prima. Am Morgen haben wir die Actionsequenzen im Personalbereich geprobt. WP und Hammer waren dort zusammen mit allen anderen. Der Personalbereich ist... Der ist dort, wo sich Powers Umkleide befindet, richtig? Ja, genau dort. Nachdem Herr Hammer dort sein Mittagessen verzehrt hatte, ging er zu Studio 1. Dann sah ich WP in seine Umkleide gehen. Aber danach habe ich keinen von beiden mehr gesehen. So, so. Will Powers. Wussten Sie, dass Herr Powers in seiner Umkleide schlief? Nein, da wäre ich nicht reingegangen, außer ich hätte eine wichtige Nachricht. Ich meine, das ist seine private... Wofür halten Sie mich eigentlich? Wofür? Nein, nein, nein. Ich bin mir sicher, dass Sie anständig sind. Tut mir leid.
So viel zur Bestätigung von Powers Alibi. Was machen wir, Nick? Wir haben nichts gefunden. Wenn WP der Einzige war, der zum Studio kam, dann muss er der Mörder sein. Sie haben sogar in sein Foto. Entschuldigen Sie. Ich weiß, Sie haben viel zu tun. Nicht wirklich. Übrigens, es gibt etwas, was mir keine Ruhe lässt. Aha! Davon habe ich gesprochen. Ein Hinweis, eine Spur. Nun, wer weiß, aber gleich nach dem fraglichen Mittag spürte ich, da war jemand. Sie spürten? Ja, mehrmals. Vielleicht andere Mitarbeiter des Studios? Nein, das glaube ich nicht. Das Einzige, was geplant war, war die Probe einer Action-Szene. An diesem Tag war ich die einzige Assistentin. Ich habe so ein Gefühl, als wäre es jemand von außerhalb gewesen. Wirklich? Aber warten Sie, wenn jemand hier hineingekommen wäre, hätte die Wachfrau denjenigen dann nicht bemerkt? Ja, da hast du recht. Tut mir leid, dass ich keine besseren Informationen für Sie habe. Nein, danke schön. Das hilft uns einiges weiter. Alles ist hilfreich. Setzen wir dieser Wachfrau mal etwas unter Druck. Jemanden spüren. About that. Sie spürten also, dass jemand im Studio war, der nicht zur Filmcrew gehört? Ja, das glaube ich. Das glaube ich wird im Zeugenstand nicht reichen. Nick, was ist mit dieser Wachfrau? Wenn jemand anderes ins Studio kam, muss sie ihn gesehen haben. Ja, da hast du recht, Maya. Vielleicht sollten wir wirklich einen Besuch abstatten. Ab in den Außenbereich und ab an den Haupteingang. 16. Oktober, Global Studios Haupteingang. Was? Sie sind immer noch hier? Wirklich? Sie sehen aus, als hätten Sie einen Geist gesehen. Ja, so ein bisschen, ne? So, die Assistentin. Was ist? Ich habe diesen misstrauischen Blick in Ihrem Gesicht gesehen. Ich wollte Sie nochmal zum gestrigen Tag befragen. Sie sind hier um 13 Uhr angekommen, richtig? Und Helmers geschätzter Todeszeitpunkt war 14.30 Uhr. Sie sind sich sicher, dass Powers der Einzige war, der in der Zwischenzeit vorbeiging? So sicher wie nur was. Aber wir haben einen Zeugen, der meint, jemand von außerhalb wäre hier gewesen. Was? Sie sind sich ganz sicher, dass Sie die ganze Zeit aufgepasst haben? Meine Dame? Wer war das? Wer hat Ihnen das gesagt? Wer wagt es, mich in Zweifel zu ziehen? Ich! Nur Sie igelköpfiger Trottel, sagen Sie es mir, und zwar ein bisschen flott. Hat sich jemand über meine Arbeit beschwert, ja? Wir haben nur eben mit der Assistentin im Studio 1 gesprochen. Mit der? Die hat nicht einmal eine Vollzeitstelle. Alle jungen Leute seid heutzutage so, redet, wie es euch in den Sinn kommt, behauptet mal dies, war jenes, ohne jede Rücksicht. Als ich jung war, sage ich euch, da wussten wir doch, dass Ältere zu respektieren sind. Damals war das doch so, und es ist eine Schande, dass ihr Jungen heute über uns Ältere sagt, was ihr wollt. Sie ist weg. Nun, Nick? Das ist unsere Chance, etwas herauszufinden, ohne sie dabei im Nackten sitzen zu haben. Oh je, die arme Penny, die tut mir jetzt schon leid. Der Computer steuert die Überwachungskameras des Studios. Nick? Vielleicht könnten wir uns dieses Foto von Powers an dem Computer ansehen. Ja, möglicherweise. Soll ich das mit dem Computer probieren? Na, hallo. Okay, versuchen wir es. Weißt du, wie man damit umgeht, Nick? Sieht aus, als müsste ich nur ein paar Nummern eingeben. Mal sehen, zuerst brauche ich das Datum des Mordes. Sieht so aus, als hätte sich die Kamera um 13 Uhr an diesem Tag eingeschaltet. 13 Uhr. Das war, als die Wachfrau in der Wachstation ankam. Geben Sie bitte die Nummer der Überwachungskamera ein. Das war die ST1307. Da, erledigt. Hey, die Daten von diesem Tag wurden ausgedrückt. Mal sehen, was wir da haben. Hä? Warum soll das ein Foto von Will Powers sein? Nun, er ist derjenige, der immer dieses Kostüm trägt. Darum hat die Wachfrau wohl gedacht, dass er es war. Kann mir nicht vorstellen, dass der Inspektor mit diesem Foto als Beweis glücklich ist. Hm? Irgendetwas ist auf die Rückseite gedruckt. Hä? 15. Oktober, 14 Uhr, Foto Nummer 2. Was hat das zu bedeuten? Vielleicht gibt es noch mehr Fotodaten von diesem Tag. Nein, das ist das Einzige, das im Computer vorhanden ist. Powers? Foto zur Gerichtsakte hinzugefügt.
Hey, Nick. Können wir dieses Foto nicht als Beweis im Prozess verwenden? Ja. Damit weisen wir die Wachfrau in ihre Schranken. Genau, damit weisen wir sie in ihre Schranken. Hey, das habe ich gesagt. Wie auch immer. Zeigen wir ihr das Foto und schauen mal, was sie sagt. Warte, lieber nicht. Warum nicht? Weil ich schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, eindeutige Beweise irgendwelchen verdächtigen Zeugen zu zeigen. Ich wurde letztes Mal verprügelt, Maya. Es ist nie gut, dem Feind zu früh zu zeigen, was man in der Hand hat. Das habe ich auf die harte Art und Weise gelernt. Nick, du bist ja viel gerissener, als ich dir zugetraut habe. Ein ausgefuchster Fuchs. Nun, du könntest der nächste böse Richter sein. Hey, warum muss ich der Bösewicht sein? Entspann dich, war nur ein Witz. Sind wir für heute fertig? Ich glaube, dieses Foto haben wir für den Prozess gebraucht. Dennoch wäre es besser, wenn wir eine Vorstellung hätten, wer wirklich der Mörder war. Vielleicht war es tatsächlich diese Wachfrau. Fortsetzung folgt. Da kamen wir jetzt relativ flott durch. So, wir speichern an diesem Punkt und ich werde die Aufnahme kurz unterbrechen, eine kurze Pause machen und dann geht's auch bald schon weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!